Trainer, Spiele gegen Ingolstadt sind irgendwie immer was Besonderes. Warum hat es diesmal zu nichts Zählbarem am Ende für den SVW gereicht? Ja, der Spielverlauf war natürlich nicht auf unserer Seite auch, das muss man auch dazu sagen. Ja, die Situation vor dem Elfmeter war einfach brutal ärgerlich, dass wir Florian Carstens dann im Endeffekt auswechseln wollten bzw. mussten, weil er verletzt war, und mussten dann kurz umstellen. Und genau in diese Phase fällt dieser Elfmeter rein. Wenn Mocke den Ball gut abläuft, gibt es Abstoß, wir haben Zeit zu wechseln und es passiert wahrscheinlich erstmal nichts. Das hat natürlich uns nicht unbedingt in die Karten gespielt, kurz vor der Halbzeit. Und insgesamt war es einfach so, dass die Ingolstädter im Zweikampfverhalten, gerade in der Effektivität, was in der Box angeht, uns einen Tick voraus waren. Und deswegen mussten wir das dann so hinnehmen. Zweite Halbzeit war dann eben wild und wir sind als Verlierer vom Platz gegangen. Stichwort wild. Wie wichtig ist es, dass es in solchen Spielen man auch versucht, auf dem Platz vor allem sozusagen einen kühlen Kopf zu bewahren? Ja, unglaublich wichtig. Ja, es gab natürlich viele hitzige Situationen, auch intensive Zweikämpfe und sicherlich auch mal die eine oder andere Entscheidung, die man auch andersrum treffen kann oder nicht treffen kann. Aber da muss man ruhig bleiben, muss versuchen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das habe ich den Jungs auch nochmal gesagt. Da waren wir vielleicht einen Tick zu ungeduldig und haben dann auch zu früh und zu schnell mit dem Schiedsrichter auch gehadert. Das darf nicht passieren. Gerade auf dem Platz muss ich da einfach die nächste Aktion wieder im Kopf haben. Trotzdem war das nicht ausschlaggebend. Auch die Entscheidung des Schiedsrichters war nicht ausschlaggebend. Ja, das sind alles Situationen, die man geben kann, ja, vielleicht nicht muss, aber geben kann, und deswegen mussten wir uns da an diesem Tag eben geschlagen geben. Am Samstag war schon die Personalsituation ein großes Thema aufgrund der Verletzungen. Das Spiel ist erst in 2 Tagen. Wie sieht es da jetzt aus? Gibt es schon neue Updates und Entwicklungen? Also grundsätzlich, wer fällt aus, wer steht vielleicht zur Verfügung? Ja, Jakub Medic kommt natürlich wieder zurück. Ja, ausfallen tun Kempe und Moritz Kuhn. Ja, das ist klar. Bei den angeschlagenen Spielern sieht es eigentlich ganz gut aus. Kevin Lenkfort trainiert wieder komplett mit der Mannschaft mit. Ahmed Gülen ist wieder im Mannschaftstraining bzw. macht wieder Teile davon und wird jetzt langsam rangeführt. Von daher haben wir da sicherlich noch Optionen. Tim Walbrecht ist ja sowieso schon so eine Weile jetzt im Mannschaftstraining, wird jetzt auch mit zum Kader gehören, relativ sicher. Von daher, wir haben noch Möglichkeiten. Spieler, die wir mitnehmen können nach Dresden. Also es ist nicht so, dass wir aus dem letzten Loch pfeifen müssen. Aber es wird natürlich dünner oder enger jetzt durch Florian Carstens, wo man jetzt nochmal eine Untersuchung stattfindet erst. Und die 2 Gesperrten, die tun uns natürlich weh. Aber dafür hat dann der ein oder andere eben seine neue Chance und die nächste Chance, und die muss er eben nutzen. Im dritten Anlauf soll es dann am Mittwoch mit dem Spiel bei Dynamo Dresden endlich klappen. Was erwartest du für ein Spiel und was macht Dynamo aus als derzeit souveräner Tabellenführer? Ja, Dynamo macht aus, dass sie natürlich sehr, sehr konstant gespielt haben jetzt, die letzten Wochen gut gepunktet haben. Sicherlich nicht herausragend in manchen Situationen, aber einfach auch dieses Quäntchen Überlegenheit ausgenutzt haben, um dann eben die Spiele auf ihre Seite zu ziehen und dann eben auch deutlich zu gewinnen. Ja, es war aber auch immer enge Spiele zu Beginn und so wird es auch am Mittwoch wieder sein. Es geht wieder in eine andere Richtung und dann geht es eben darum, diesen Spielverlauf auf unsere Seite wieder zu ziehen, wie in den Wochen davor. Ja, die letzten 2 Spielverläufe, die waren einfach nicht auf unserer Seite. Ja, wenn ich an das Tor in München denke oder eben auch jetzt diese Elfmetersituation. Das sind so die Kleinigkeiten, die wir wieder versuchen müssen, auf unsere Seite zu ziehen, indem wir einfach unglaublich arbeiten, viel dran glauben, ja, alles investieren in dieses Spiel und den Gegner auf jeden Fall auch richtig zusetzen. Hat Dynamo den besten Kader der Liga? Ja, mit Sicherheit haben sie einen sehr, sehr guten Kader. Ich sehe aber auch den Kader von Ingolstadt oder auch von Rostock als einen sehr, sehr guten Kader an. Ich sage auch, dass wir einen guten Kader haben, aber es kommt halt auch immer darauf an, wie sind die Jungs alle einsatzfähig. Dynamo hat auch am Anfang ein paar Probleme gehabt, auch verletzungsbedingte Probleme. Jetzt im Moment sind wieder viele zurückgekommen. Bei uns ist es ja auch immer so mit Verletzungen und mal gesperrten Spielern. Und so musst du durch eine Saison durchkommen. Und der am konstantesten ist, der vielleicht auch die wenigsten Problemchen hat, der wird am Ende dann auch oben stehen. Aber die Kader sind alle in sehr guten Verfassung und Dynamo ist natürlich mit der ganzen Wucht, den dieser Verein hat, natürlich auch der absolute Favorit gewesen. Wie schätzt du nach den beiden Pleiten in den letzten Spielen, wie schätzt du die Lage im Aufstiegsrennen derzeit ein? Ja, das Aufstiegsrennen brauchen wir jetzt gar nicht beachten, sondern es geht einfach darum, weiter zu punkten. Ja, wir haben 1 Punkt mehr als im Aufstiegsjahr, das müssen wir uns bewusst sein. Das heißt, wir spielen eine sehr, sehr gute Runde, aber die anderen spielen auch noch eine noch bessere Runde als wir. Und das müssen wir uns im Moment im Klaren sein, aber vielleicht schwächelt auch der eine oder andere noch. Wir müssen gucken, dass wir jetzt aus diesen 2 Niederlagen schnell wieder in die richtige Spur reinkommen. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, um diesen Bock, diesen berühmten in Dresden umzustoßen und gucken, dass wir wieder in unsere Erfolgsspur reinkommen und am besten natürlich mit einem Dreier. Dankeschön. Bitte.